Der Pakt der Nazis mit dem politischen Islam von 1941 bis 1945 war folgerichtig ein Bündnis zwischen faschistischen Brüdern im Geiste. Der Großmufti von Palästina, Mohammed Amin al-Husseini, drückte dies präzise aus. In vielen Bereichen laufen die Ideale des Islams und des Nationalsozialismus parallel. Monotheismus, Einheit der Führung. Die ordnende Macht, Gehorsam und Disziplin. Der Kampf und die Ehre im Kampf zu fallen. Bekämpfung des Judentums. Bereits im Frühjahr 1933 begrüßte al-Husseini im Gespräch mit dem deutschen Generalkonsul von Jerusalem, Heinrich Wolf, die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Muslime innerhalb und außerhalb Palästinas heißen das neue Regime in Deutschland willkommen und erhoffen die Ausweitung einer faschistischen und antidemokratischen Staatsführung auf andere Länder. In seiner Rede zum Jahrestag der Balfour-Erklärung sagte er am 2. November 1943: Deutschland hat sich entschlossen, für die jüdische Gefahr eine endgültige Lösung zu finden, die ihr Unheil in der Welt beilegen wird. Der Großmufti wusste also über die Vergasung der Juden im Holocaust, befürwortete dies und wurde auch aktiv. So ließ er im Jahr 1943 4000 jüdische Kinder aus Bulgarien ins Gas nach Auschwitz schicken, die eigentlich von den Nazis zum Austausch für deutsche Kriegsgefangene im Ausland vorgesehen waren. Der SS-Reichsführer Heinrich Himmler bestätigte auch die ideologischen Gemeinsamkeiten von Nationalsozialismus und Islam. Nationalsozialismus und Islam haben eine weltanschauliche Verbundenheit. Der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich. Muslime sind die idealen Soldaten, die mit Fanatismus kämpfen und mit ihrem Tod im Kampf als Märtyrer schnurstracks in den Himmel gelangen. Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts, denn er erzieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Adolf Hitler sah ebenfalls die Vorteile des kriegerisch orientierten Islams im Gegensatz zu dem nächstenliebenden und eher pazifistisch orientierten Christentum. Wir haben eben überhaupt das Unglück, eine falsche Religion zu besitzen. Die mohammedanische Religion wäre für uns viel geeigneter als ausgerechnet das Christentum mit seiner schlappen Duldsamkeit. Mohammedanisierte Germanen hätten an der Spitze dieses islamischen Weltreiches gestanden. Hätte bei Poitiers nicht Karl Martell gesiegt, haben wir schon die jüdische Welt auf uns genommen. Das Christentum ist so etwas Fades. Hätten wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der Belohnung des Heldentums, der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel. Die Germanen hätten die Welt damit erobert. Nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden. Der politische Islam, der sich aus den weltlich orientierten Befehlen des Korans und der Hadithen zusammensetzt, wird in den 57 islamischen Ländern in unterschiedlicher Intensität umgesetzt. Im islamischen Staat, der sich als die exakte Kopie des ersten islamischen Staates des Propheten Mohammed versteht, sind sie zu 100% realisiert. Zu annähernd 100% in Saudi-Arabien, dem Ursprungsland des Islams, sowie in Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria, Jemen, Iran, Brunei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den übrigen islamischen Ländern hängt es von der jeweilig agierenden Regierung ab, wie viel Scharia in das Rechtssystem des Landes eingebaut wird. Allen islamischen Ländern ist gemein, dass andere Religionen unterdrückt und deren Angehörige vielfach diskriminiert, verfolgt und auch getötet werden. Bei der Umsetzung des politischen Islamfaschismus kann es ständig Radikalisierungen geben. In der durch den Islamgegner Atatürk säkular geprägten Türkei ist der muslimische Fundamentalist Erdogan gerade dabei, das Land wieder in einen totalitären islamischen Gottesstaat umzuwandeln. Ähnliches konnte man in Ägypten beobachten, als die Muslimbrüder an die Macht gewählt wurden und nur durch einen Militärputsch von der totalen Islamisierung des Landes abgehalten werden konnten.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Islam als Gesamtkonstrukt bei weitem nicht nur Glaube und Ethik ist, sondern eine alles umfassende Lebensform begründet, die auf dem Koran und der Sunna basiert. Moslems bilden eine religiöse und politische Einheit. Die Scharia, das islamische Gesetz, stellt ein politisches und gesellschaftliches Ordnungsprinzip dar. Koran und Sunna haben Verfassungsrang und sind eine verbindliche Vorbildfunktion für das politische Handeln und den islamischen Staat. All diese auf die Regelung weltlicher Angelegenheiten orientierten Elemente bilden den politischen Islam. Dessen Zielsetzungen widersprechen den in unserem Grundgesetz garantierten Freiheits- und Menschenrechten. Sie sind daher verfassungs- und integrationsfeindlich, richten sich auch gegen den Gedanken der Völkerverständigung und gefährden die innere Sicherheit und die öffentliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.